Bei Deadblocky Hero geht es um das Fördern des Zeitgefühls im Millisekundenbereich. Dieses wird innerhalb eines Kampfsystems gefordert, bei dem man umso mehr Schaden macht, umso genauer man die Zeit trifft, die unten im Bildschirm angegeben ist. Diese Zeit erreicht man durch gedrückt halten einer beliebigen Taste auf der Tastatur. Zwischendurch kommen Bosse, wie gerade im Hintergrund dargestellt, die einem ein Level abgeben und man dadurch mehr Gesundheit und mehr Schaden austeilen kann. Und bei jedem ganz normalen Gegner besteht die Möglichkeit, geheilt zu werden. Das Ziel des Spiels ist es, so viele Punkte wie möglich zu erreichen und seinen Highscore zu verbessern. Bosse geben dabei mehr Punkte als normale Gegner.